Marc Hinnerizzi und Moritz Oberheim sind die ersten Titelträger der Cayman GT4 Trophy bei Mantai Racing. Mit einem ungefährdeten 6. Saisonsieg im 8. Wertungslauf sicherte sich das Race Union Teichmann Racing Duo vorzeitig die Meisterschaft. Ja, Moritz ist eine Spitze, einsame Spitze für sich. Da kommt im ganzen Feld kommt niemand ran. Hat diverse Gründe. Das Alter ist mit Sicherheit ein Grund. Das Gewicht ist auch ein Grund, aber der größte Grund ist mit Sicherheit das Talent. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir von dem Jungen noch sehr, sehr viel hören werden in den nächsten 10 Jahren. Der ist bereit für alles, was da in der Motorsportwelt wartet. Ich drücke ihm die Daumen. Die Race Union Teichmann Racing Piloten Hinnerizzi und Oberheim nutzten im Zeittraining die Gunst der Stunde. Sie stellten mit 8 Minuten 39,636 Sekunden einen neuen Rundenrekord für die Cayman GT4 Trophy auf. Außerdem sicherte sich das Duo darüber hinaus erneut einen Zusatzpunkt, den es für die Pole Position gibt. Auf dem 2. Platz folgten erstmals die bestens aufgelegten Hüppi, Schuller und Assenheimer, gefolgt vom Mühlner Motorsportduo Thomas und Bohr. Dahinter Ovega und Mursch vom Team GetSpeed Performance, die ohne ihren Teamkollegen Moritz Kranz auskommen mussten. Die Dichte vorne ist sehr, sehr eng. Die können alle Auto fahren. Wichtig ist ein guter Start und dann wird sich das in den nächsten Runden quasi einstellen. Und dann müssen wir die Boxenstopps abwarten und dann zum Schluss sehen wir, wo wir stehen. Die Tabellendritten Riemer, Meyer und Scharmach von Akenau Motorsport hatten zunächst einen Abflug und erwischten anschließend keine freie Runde. Somit blieb am Ende nur der 7. Startplatz. Der Start zum 4-Stunden-Rennen erfolgte weitestgehend diszipliniert und ohne größere Blessuren. Hinnerizzi und Oberheim stürmten erneut vorne weg. Dahinter behagten sich die Verfolger. Insbesondere für das Trio Riemer, Scharmach und Meyer sowie die GetSpeed Performance Besatzung Ovega und Mursch ging es im Kampf um den Vizetitel darum, weitere Meisterschaftszähler zu sichern. Während sich Ovega und Mursch frühzeitig aus der Spitzengruppe verabschiedeten, überzeugte der Akenau Cayman mit einer Aufholjagd. Mit dem 2. Platz übernahm die Mannschaft aus Lohne den 2. Tabellenrang, da Ovega und Mursch nur 11. wurden. Ihren ersten Podestrang überhaupt feierten Hüppi, Schuller und Assenheimer, die sich in den letzten Rennen kontinuierlich steigern konnten. Eine ähnlich gute Leistung zeigte der Black Falcon Cayman von Schöller und Leib, die hinter den Viertplatzierten Max und Jens erstmals in die Top 5 fuhren. Das 2. RTR-Gespann Gusenbauer und Hoppe musste aufgrund einer Kollision mit einem Konkurrenten im Zweikampf vorzeitig den 8. Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft beenden. Der 9. und vorletzte Meisterschaftslauf der Cayman GT4 Trophy bei Mantai Racing findet am 8. Oktober 2016 wie gewohnt über 4 Stunden Renndistanz statt.